Und trotzdem, ich werfe ihn raus. Alle werfe ich raus! Herr Lehrer, ich möchte Ihnen raten, die Finger von meinem Vater zu lassen. Mein Vater kennt sehr viele Leute und könnte sie daher leicht um ihre Stellung bringen. Hochherziger Jüngling, wie heißen Sie? Isaac. Und Abraham zeugte Isaac. Geruhen Sie ihrerseits, Ihrem Herrn Papa auszurichten. Ich wünschte ihm, im Erdboden zu versinken. Glauben Sie mir, wenn Ihnen in Ihrer Untätigkeit nicht so langweilig wäre, dann würden Sie die Finger von meinem Vater lassen. Sie suchen nicht nach der Wahrheit. Sie suchen nur Ihren Spaß. Wunderbar! Bemerkenswert ist nur, dass Sie mit meinem Vater nie Auge in Auge streiten. Sie wählen für Ihr Amüsement den Salon. Sie Theatraliker. Einfach losgehen und jeder für sich, das kann ja nicht klappen. Also ich habe jetzt nur einzelne Bohrwürmer gesehen und die dann, das sieht komisch aus. Jeder ist alleine, keiner hat eine Idee wohin, jeder wurstelt an seinem Punkt alleine, ihr habt keine Vernetzung, ihr habt auch kein Ziel, wo ihr hin wollt. Ihr habt ein gemeinsames Ziel und jetzt auch spürt, ich habe hier auf Paul, auf Theresa, auf Inga und die habe ich mitzunehmen und jetzt wissen wir, jetzt fangen wir an, gemeinsam an einem Punkt, spreiten auf und haben dann ein Ende. Steht ihr das? So ein Gebilde. Bei allem, was ihr machen werdet später, ist es so, dass eine Vision, wenn ihr wohin wollt, trägt euch durch alle Scheiße durch. Das ist, das fordert mehr, aber es macht auch viel mehr Spaß. Es ernährt einen halt. So ist es nur doof. Ich sage nur mal ehrlich. Aber ich habe es von außen gesehen und das müsst ihr jetzt schaffen. Deswegen nochmal.